Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pass of Titans, diesmal im Menü, weil ich dachte mit dieser wunderschönen Hintergrundmusik, die gerade wieder aufgehört hat und erstmal wieder in Fahrt kommen muss, geht ziemlich ab. Ich glaube, diejenigen, die das Spiel spielen, kennen das. Auf jeden Fall ist es heute soweit. Wir sind kurz davor zu leveln. Und ich freue mich so dermaßen, euch mitzunehmen. Wir gehen jetzt mal in den Mehrspielermodus. Und wenn ich das getan habe, ich will unbedingt auch dann mal Panjura. Oder Panjura. Aber ich denke Panjura. Oh, mein Dino ist heiß. Wir merken es. Aber wir gehen jetzt erstmal in Gondwar. 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 Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Gehen wir erstmal rein. Und dann schauen wir mal, dass wir unseren Dino jetzt mal größer bekommen. Ich bin so gespannt, wie viel größer er wird. Definitiv. Und ich nehme euch mit und ihr wisst ja, welche Mission ich noch habe. Ich muss einen Pflanzenfresser töten. Ja, hier bin ich, habe ich mich ausgelockt. Wo bin ich denn? Ist auf jeden Fall dunkel. Hallo. So. Was haben wir denn? Sammel 25 Eicheln. So, das werden wir jetzt mal absolvieren, weil ich glaube, wenn ich das gemacht habe, ist es erledigt. Oh je. Die Leute, die meine letzten beiden Folgen gesehen haben, wissen, warum ich so reagiere. I hate you. Wo sind die Eicheln? Zudem wurden mir sehr viele Kommentare oder Nachrichten auf Discord geschrieben. Und darauf kann ich jetzt mal direkt eingehen, während ich hier die Eicheln suche. Mir wurde gesagt, die Trophäen haben eine bestimmte Bedeutung. Wenn man die nämlich in der Wohnhöhle ablegt, levelt man schneller einen ganzen Ball. Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wir haben ja hier unten die gelbe Leiste. Und diese gelbe Leiste hat ja auch nochmal Unterstufen. Also Strich, wir haben ja 1, 2, 3, 4 nochmal Unterstufen. Und ich glaube, dann wird eine ganze Stufe schneller gelevelt. Oder vielleicht die ganze Leiste. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall ja, die Trophäe sollte man zur Wohnhöhle bringen. Ist dann nur noch umso fragwürdiger, wieso man mir die geschenkt hat. Und wie bekommt man diese? Das ist dann auch nochmal so eine Sache für sich. Da muss ich mich mal schlau machen. Und ich ärgere mich so hardcore, dass ich die nicht genommen habe. Weil ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass das eine Falle ist. Ich hatte Angst, dass derjenige, keine Ahnung. Ich hatte einfach Angst. Weil mir hat man ja gesagt, traue niemanden. Naja, freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Sollte ich vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Ich bin ja auch fleißig dabei, zu versuchen, bald auf YouTube live zu gehen. Ich befinde mich ja derzeit in der Umzugsphase, bin auch schon weit. Und sobald Internet dort ist, deswegen mache ich ja schon die ganzen Einstellungen zum Thema live auf YouTube. Ich möchte es ein bisschen professioneller machen, dass, wenn Leute meinen Kanal abonniert haben, es auch angezeigt wird. Aber dann nicht einfach nur langweilig Kanal abonniert, sondern auch mit einem T-Rex-Sound, der dann auch als Video angezeigt wird. Also ich möchte da schon ein bisschen Show bieten. Ich habe keine riesen Reichweite, aber mein Gott, wenn irgendwann mal jemand abonniert, soll das auch angezeigt werden. So kann man ein bisschen interagieren. Was sind diese verfickten Eicheln? Tut mir leid. Also ich glaube nicht, dass die Eicheln hier sind. Die Eicheln, die lagen immer auf Baumstämmen. Knochen aufheben. Aber könnt ihr mir mal eins erklären? So, da ihr ja immer so fleißig kommentiert, die Knochen jetzt hier. Ist das dann nur Deko? Also wenn ich jetzt F drücke, ja, ich habe jetzt einen Knochen. Und? Was soll ich jetzt mit dem? Na, ist das dann einfach Deko für die Wohnhöhle? Hat das irgendeinen Nutzen? Was hier? Aufheben. Ja, weiß man nicht, ne? Ja, und? Ja, ich kann noch auf was eingehen. Zum Beispiel das hier. Finde den. Ach, ganz ehrlich, das machen wir. Ihr seht das Blaue, dieses komische blaue Krissel. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. So eine Art Blitz, was gerade angezeigt wird. Das ist der Ort, wo ich hin muss, um diese Quest hier zu erfüllen. Finde Ort, ist auch gut übersetzt, finde Ort großer Federsee. Das ist dieses blaue Ding. Ja, atemlos. Danke dafür. Ich habe es mir jetzt gemerkt. Kommt nicht mehr vor. Hat nämlich in Teil 1 mich virtuell angeschrien, weil ich hätte nur dahin gehen müssen. Kann ich auch verstehen, aber es gibt halt so vieles zu entdecken. Glaub mir, es ist nicht einfach, Aufnahmen zu machen, euch zu bequatschen, konzentriert zu sein und sich alles zu merken, weil es sind wirklich sehr viele Möglichkeiten, die man hier in dem Game hat. Ist auf jeden Fall sehr stark. Ich bin auch froh, dass ich halbwegs reden kann. Ich habe nämlich aktuell
Immer noch wegen den Zahnschmerzen und huste auch ein bisschen. Aber ich glaube, das tut mir gut, wenn ich einfach wassel. Also hier liegen doch immer Eicheln normalerweise. Ich will die Quest, ich will jetzt, ja, da sind sie doch. So, ich muss 25 Stück und ich freue mich schon so sehr. Ich möchte ja wissen, wie viel größer ich werde. Das weiß ich noch, an Baumstämmen. Baumstämmen liegen die. Aber man kann es leider nicht so gut sehen. Das sind Tigernüsse. Die erkenne ich schon. Das waren Blumen. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 25 Minuten habe ich auch noch Zeit. Um den Ort zu finden. Hier war ich ja gerade gewesen. Och, Manno. So, wo sind die blöden Eicheln? Also ich denke, hier in der Felslandschaft werden wir die wieder nicht finden. War ja so klar. Oh, hier ist die Quelle. Jackpot. Ich bin gespannt. Ups, da habe ich auf Versehen gedrückt. So, dann gehen wir mal zu euch. So, Moment. 2, 4, so, den letzten. Jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt drücke, wachse ich sofort? Warte, vielleicht muss er... Moment. Du hast die Wachstumsstufe Jugendliche erreicht. Ja, doch, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, weil das eingeblendet war. Wachstumsstufe. Bin ich jetzt größer? Hä? Ja. Ja. Ich glaube ja. Ich bin größer. Okay, Tigernüsse muss ich jetzt sammeln. Hatte ich jetzt Schritte gehört. Obwohl ich gerne... Ja, ich will die jetzt eigentlich noch gerne mitnehmen. Aber ich habe jetzt nur diesen Ort gefunden. Ich bin ja eben schon dran vorbeigelaufen. Ach ja. Oh, stark, da können wir direkt mitmachen. Sehr schön. Ja, aber dann werden wir jetzt Folgendes tun. Nehmen jetzt noch hier die letzten mit. Perfekt. Faulige Schuppen, eine neue Fähigkeit ist verfügbar. Mein Gott, was kriege ich denn jetzt alles hier? Mischlingpilze, warte, nee, das sind diese blöden Knopfpilze. Die hatte ich doch vorhin auch gesehen. Naja, da sehe ich, glaube ich, schon welche. Jetzt will ich das aber auch hier eben schnell machen. Ah, da war noch einer. Komm mal her. Verstecken. Blumen, Blumen. Und da sind auch noch welche. Ah, jetzt jage ich aber die Aufträge nach und nach weg. Dann gehen wir zu dem Ort. Bloodstones. Achso, nee, ich muss die aber sammeln. Ah, nee, normal sammeln. Go to Death Valley. Ja. Jetzt aber Folgendes, lieber Atemlos. Ist das dann der Ort? Weil das Blaue hier ist ja der Ort. Großer Federsee. Das habe ich verstanden. Warum wird mir das jetzt angezeigt? Weil dann dort die Blutsteine sind oder weil da die Location ist, wo ich hin soll? Und ich will unbedingt zur Wohnhöhle, um die Fähigkeiten freizuschalten. Aber ich weiß, dass die Blutsteine, die waren doch hier eben wo gewesen. War aber in der Schlucht. Warte mal, hier ist doch die Schlucht, oder? Wo war die? Da vorne. Komm, wir machen, das erledigen wir.
Es wurde mir ja auch von jemandem gesagt, dass man die Quest auf jeden Fall absolvieren sollte. Was ja auch Sinn ergibt. Weil waren doch die gewesen? Warte. Nee, falscher Ort, aber ist nicht schlimm, ich muss eh trinken. Bitte lass das... Ja, wir sind größer. Bitte kein Salzwasser. Wasser. Boah, sehr schön, Wasser. Gut, dann füllen wir mal kurz unser Durst auf. Sehr schön, dann haben wir schon mal gelevelt. Und ich darf kein Herz haben. Kommt ein Pflanzenfresser, muss ich direkt einfach abfacken. Sofort. Und es tut mir wirklich leid. Ich will es gar nicht tun, aber ich muss. So, wo sind die Blutsteine? Die hatte ich doch vorhin ganz viele gesehen. Die waren... Oder weißt du was? Ah doch, warte, hier... Könnte das richtig sein? Diese eigenen Schritte. Nee. Ach, verdammt. Ja, ist die Sache, ist vielleicht sehr viel EP, wenn ich jetzt den Ort verlasse. Verschwende ich vielleicht etwas? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man je mehr... Das könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren beantworten. Wenn ich jetzt die Quest mache, ist das immer dieselbe EP oder multipliziert sich das, weil ich in dem Gebiet halt mehr gemacht habe? Weil dann würde ich sagen, dann verlasse ich den Ort jetzt eben nicht. Dann würde ich jetzt gucken, dass ich die Blutsteine finde. Und dann gehe ich zu dieser Location da vorne. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die wahrscheinlich mehr EP bringt als jetzt das normale. Aber ich glaube, ich finde die Blutsteine. Ich habe die eben gefunden. Die waren ja in der Schlucht gewesen. Oh nein. Böse Steine. Dann hier. Upsala. Ah, verdammt. Okay, hat jetzt nicht so viel. Schöne Aussicht. Oder folgendes. Geh zu der Location, ist hier. Und hier sind die Blutsteine. Kann das vielleicht dieser Move sein? Das finden wir jetzt heraus. Ja, Tatsache. Okay. Frage beantwortet. Okay, das war jetzt ein bisschen buggy. Ja noch nicht die Welt. Aber das will ich dann jetzt noch machen. Und dann will ich mit euch gemeinsam zur Wohnhöhle. Ich will unbedingt gucken, welche Fähigkeiten wir nämlich dann uns holen können. Ich glaube, wir haben schon ordentlich Coins. So, noch 15 Stück. Ich hoffe, ich finde jetzt... Ah, Gott sei Dank. Jetzt sorge, dass ich mich entferne. Ich muss mal drauf achten, wie viel EP ich jetzt gleich bekomme. Ach, ist das nicht hier wieder? Wo ich die Frage gestellt habe? Ja, das könnte sein. So, jetzt achten wir mal auf die gelbe Leiste. Puh, nee, also ich glaube, das multipliziert sich wirklich nicht. Leichte Schuppen. Blumen. Und Knopfpilz. Aber will ich das machen oder will ich lieber jetzt kurz so... Aber jetzt bin ich so naiv und denke, vielleicht bringt das ja einen richtigen Boost, wenn ich jetzt das auch noch erledige. Also wo wäre die nächste... Quatsch, wo wäre die nächste Wohnhöhle? Ach du Heilige, ist ja voll weit weg. Ach du Scheiße. Oh, ist ja egal, ob ich nach links oder rechts gehe. Ist ja alles gleich entfernt.
Warte, wo ist... Schon wieder falsche Taste? Ja, dann gehe ich nach rechts. Aber ist ja voll weit weg. Ja. Aber schaffe ich das in 15 Minuten? Ja, die letzten beiden Folgen waren jetzt extrem lang. 51 Minuten. Ist gut bei euch angekommen, auf jeden Fall. Hab gutes Feedback bekommen, aber ich hoffe, das ist euch nicht so langweilig. Aber ich kann euch auch nicht nur 10 Sekunden mitnehmen. Jetzt übertreibe ich. Weil dann seht ihr ja gar nichts. So, die nehme ich jetzt mit. Und da vorne sind auch Blumen. Komm. Ich hoffe jetzt einfach, dass, wenn ich das erledige, es dann einen EP-Boost gibt. Weil... das vielleicht die letzte Mission in der Gegend war? Anklam Quest Rewards, was? Ich hab doch hier eben... Wo sind denn hier nochmal ein paar Knopfpilze? Ah, da sind Blumen. Dann haben wir wenigstens die schon mal erfüllt. Dann fehlen noch 7 Knopfpilze. Da sind sie. Perfekt. Das sind auch mehr als 7 Stück. So, Moment. Wir gucken wieder gemeinsam auf die gelbe Leiste. Ah, ich glaube schon. Das hat, glaube ich, mehr gemacht. Alleine wie viel ich an Coins jetzt habe mittlerweile. Okay, jetzt aber laufen wir mal gemeinsam zu der Gegend, wo wir hin sollen. Zum großen Federsee. Kriegen dann auch nochmal EP. Aber ich muss da ganz schnell gucken. Ich muss clever laufen. Wie kann man da clever laufen? Ich weiß es ja nicht. Jetzt regnet es auch noch. Ich hoffe einfach, dass wir da zügig hinkommen. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt Quests unterwegs machen sollten, weil ich würde schon gerne 13 Minuten. Dann ist die Aufnahme auch eine halbe Stunde. Aber vielleicht brauchen wir auch gar nicht so lange. Also auf jeden Fall schon mal erfolgreich die Folge. Zumindest, dass ich gelevelt bin. Ja, aber ich glaube, ich bin größer. Jetzt muss ich nochmal mir selber in der Aufnahme anschauen. Gut, da sind Felsen, weil ich wollte jetzt nicht übers Wasser. Bin ich jetzt zu langsam sonst. Hör auf. Ich bin fast runtergefallen. Sehr schön. Ja, ich muss auch mal schauen, mir wird auch der Tipp gegeben. Warum rennst du nicht? Okay. Dass, wenn man sich festbackt, dass man eine bestimmte Funktion hat, um sich da wieder zu befreien, muss ich mich auch mal schlau machen bei der Taste, wo das wäre. Puh, will ich zuerst zur Wohnhöhle oder... Nee, komm. Ich jag mal. Oder machen wir die Wohnhöhle da weiter entfernt. Oh mein Gott, wenn es eine längere Folge wird... Dann ist das so. Sehr schön. Schade, dass wir nicht Lillis sammeln müssen. Sondern Felsen, aber da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und wie gesagt, kommt ein Pflanzenfresser. Muss ich Arschloch sein. Aber mein Glück gibt er mir wieder irgendwas. Und dann kann ich ihn nicht töten.
atemlos, wenn du jetzt hier drin wärst. Das wäre schon hart, wenn ich dich wegsnacken würde. Das wäre schon gemein. Aber keine Sorge, das ist gar nicht mein Ziel. Ja, die Ausdauer ist bald weg. Da ist noch ein gutes Stückchen. Er ist auch gerade nicht cool. Oh, stell dir vor, ich hätte einfach die Karte weiterhin aufgehabt. Aber ich glaube, hier sieht es überall böse aus. Och nö, wie komme ich denn da runter jetzt? Ich glaube, das ist alles nicht so cool. Ja, aber hier kann ich mich runterglitschen. Ja. Also bis jetzt noch kein Dino über den Weg gelaufen. Ah, jetzt müssen wir uns einmal kurz hinlegen. So, wir sind fast... Ah, guck mal, wir sind ja fast da. Sehr schön. Und dann laufen wir nach oben zur Wohnhöhle. Passt doch. Und da muss ich auch bald die andere Welt auch mal bereisen und entdecken. Dann zeige ich euch die auch mal. Für diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Ich habe ja noch 9 Minuten Zeit, den Ort zu finden. So geil. Wieder EP gefarmt. Aber was heißt jetzt, jetzt könnt ihr mir das sagen, das Blaue da, wo jetzt steht 20 Sekunden noch. Wofür ist das? Tief. So, dann wollen wir jetzt zur Wohnhöhle. Das ist in dieser Richtung. Und noch eine nervige Frage an den Vollprofis hier. Kann ich auf der Karte irgendwas anpinnen, dass ich nicht immer, wie so doof, wie ich das gerade gemacht habe, in die Richtung geguckt habe, um dann auf der Karte zu sehen, ob das die richtige Richtung ist? Oder macht ihr das auch so primitiv? Es ist ja nicht schlimm. Ich frage mich wirklich, was nach der Quest kommt, töten Pflanzenfresser. Boah, ich kann mir gut vorstellen, dann kommt das Töten Fleischfresser, irgendwie sowas. Okay, hier ist jetzt Wasser. Ist das Salzwasser oder was ist das hier? Wasser, komm, wir trinken einmal kurz. Und dann gucke ich mal. Ja, ist jetzt ein bisschen tricky, aber dann muss ich da langlaufen. Ich denke, das ist der einzige Weg. Und wie gesagt, kommt ein Pflanzenfresser, werde ich ihn angreifen. Ich werde gar nicht ihnen die Chance geben. Was ist hier? Ist hier irgendwas versteckt? Warum ist das hier? Aber hier kommt doch zum Beispiel gar kein T-Rex rein, oder? Und warum kann ich das? Oh nö. So regnet es eigentlich rein, wenn die Decke zu ist. Spiel.
Das müssen wir aber noch mal ein bisschen üben. So irritierend. Okay, aber anscheinbar bringt mir das hier gar nichts. Naja, ich gehe wieder zurück und lauf lieber. Vielleicht wäre das eine Abkürzung gewesen, aber kann ich jetzt nicht ändern. Ja, als Flugsaurier ist das wirklich angenehmer. Kannst du einfach über die Berge fliegen. Ich laufe wahrscheinlich jetzt komplett unnötig einen Umweg, aber ich bin nicht so clever und wüsste jetzt, wie ich jetzt das besser machen könnte. Ah, und mir wurde gesagt, weil ich ja dachte immer, dieser Wegstein macht diese Geräusche. Nee. Die Geräusche, die ich manchmal höre, sind diese Leuchtpilze, nennen die sich, glaube ich. Das war der Name. Und die machen diese komischen Summgeräusche, die ich mal in der Folge gehört habe. Aber kein Pflanzenfresser, nichts ist hier. Kann ich hier hoch? Warum glitscht dich irgendwie da hoch? Nee? Okay. Jetzt aber. So, dann sind wir ja eigentlich angekommen. Wohnhölle? Hier. Perfekt. Dann gehen wir mal rein. Legen uns hin. Und werden wir uns erholen. Was er nicht kann. Achso, ich wollte gerade wieder meckern, warum es hier reinregnet. Ist aber auch scheiße. Er erholt sich nicht. Anscheinend erholt er sich in der Wohnhöhle nicht. Egal, wir gucken uns jetzt an. Quest. Sehr schön. Also, kann man hier Belohnung beanspruchen? Ah, okay, war die Abkürzung. Oh nee, ich habe Sorge, dass ich das vielleicht ein paar Mal nicht gemacht habe und hätte viel mehr haben können. Egal, Charakterfähigkeiten. Jetzt schauen wir uns an. Die Haut. Wir können machen. Angreifer erleiden Giftschaden. Ah. 1100. Und das auch 1100. Ich bin 10% schneller. Ganz ehrlich, okay. Freischalten. Marken ausgeben und die Fähigkeit, ja, werden wir tun. Bestätigen. Dann werde ich jetzt. Ne, das sind ja auch nur die Attacken. Haut ist Haut. Wenn die mich angreifen. Was ist denn gemacht? Deine Gruppeneinladung ist abgelaufen. Hier hat mir jemand eine Gruppeneinladung geschickt. Ich kann mir auch gut vorstellen, wer das wahrscheinlich war. Jetzt ist die Sache. Lad gerne nochmal ein. Dann würde ich jetzt reingehen, aber ich weiß jetzt nicht. Sind das jetzt alle, die hier sind? Weil die habe ich ja alle nicht geedit. Okay. Obsidian-Wolf müsste das sein, aber die Frage ist, war das on fire? Boah, weiß ich nicht. Ja, schade, wenn du das siehst. Siehst du ja erst, wenn die Aufnahme da ist. Ja, ärgerlich, dass ich jetzt nicht weiß, wie du heißt. Aber definitiv sind wir Waupen generiere ich nicht, scheiß Wort, wenn ich gerade in der Wohnhöhle bin. Das verstehe ich jetzt nicht so. Ich würde mich allerdings jetzt für die Folge verabschieden. Wir sind jetzt eine Stufe höher. Wir sind auch auf jeden Fall ein bisschen größer. Und
habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Ich hatte gehofft, dass das Obsidian Wolf ist. War aber nicht so. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und vielleicht hört mir dann ein Pflanzenfresser. Ciao. I'll be the projection on the wall that it lies. I curse all I just look into the sky and follow the lights. My fate in my own hands.